Ich bin Ingeborg Möller, geborene Fabricius. Ich bin geboren in Stolp 1923 am 14. Oktober. Das Kleid hatte mir eine Frau geschenkt. Der Verlobte war gefallen und die hatte schon ihre Hochzeitssachen alle bereit. Und nur hat sie das denn, weil sie so viele Kinder zu Hause waren, immer verliehen. Aber ich war die Erste, die das angezogen hat. Aber nur für den einen Tag. Und dann mussten wir es wieder abgeben.